Mein Name ist Martin Koller. Ich bin verheiratet, habe einen 19-jährigen Sohn. Ich wohne im Fränkischen Seenland, bin da 5 Kilometer vom Alpensee entfernt. Ich bin in der Fahrbank Mittelfrank West verantwortlich für das Wertpapiergeschäft und bin Leiter der Vermögensbetreuung und des Generationenberaters in unserem Hause. Da gibt es so 3 Kernaufgaben. Als erstes mal den Markt zu beobachten, also wie sind so die Aktienmärkte, wie sind die Rohstoffmärkte, was tut sich da gerade. Das zweite ist das Thema Abstimmung mit unseren Verbundpartnern, das heißt mit Union Investment, DZ Privatbank, aber auch mit Fremdanbietern, die eben ihre Produkte bei uns vorstellen wollen. Als drittes, wenn Produkte eingeführt werden, welche Produkte haben denn unsere Berater zur Verfügung, welche können sie in der Beratung einsetzen und da schauen wir, dass wir jetzt mit dem Hausmeinungsgremium das sauber eruieren, dass die richtigen Produkte für unsere Kunden und für die Berater zur Verfügung stehen. Man kommt an der Aktienanlage nicht mehr vorbei. Man muss ja nicht direkt die Aktie kaufen, sondern man sagt, ich kaufe einen DAX-Wert oder eine Einzelaktie. Es kann jeder in den Aktienmarkt investieren und risikofreudig ist immer, mit welchem Anteil meines Vermögens gehe ich denn da rein. Ja? Also nehme ich mein ganzes Geld und gehe in den Aktienmarkt oder gehe ich mit einem begrenzten Anteil meines Vermögens, wo ich sage, das kann ich mir gut leisten, dass auch hier mal Schwankungen im Markt mit drin sind. Wenn ich in die Aktienanlage investiere und möchte nach einem Jahr vielleicht gleich wieder raus aus der Aktienanlage, dann kann das auch mal hohe Schwankungen haben und kann auch spekulativ sein. Wenn ich aber langfristig in den Aktienmarkt investiere, hat es gezeigt, dass hier gute Renditen möglich sind. Ich muss zwischendurch halt auch mal Schwankungen aushalten können. Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, dass man sagt, ich gehe mal weltweit, ich lege in Aktien an, die auf den MSCI World anlegen. Ich kann das auf Europa tun, ich kann in europäische Aktien investieren und ich kann in deutsche Werte investieren, in den DAX. Und wenn ich in Nischen investieren möchte, dass ich sage, naja, momentan das Thema Digitalisierung ist in aller Munde, man sagt, da wird sich auch was bewegen in der Welt, dann kann ich auch in verschiedene einzelne Nischen investieren, ich kann in Branchen investieren, dass ich sage, ich setze mal nur auf die Technologie, ich setze auf den Pharmabereich. Grundsätzlich sollte man das Geld übrig haben, wenn man in den Aktienmarkt investiert. Also man sollte es jetzt nicht gleich für die nächste Waschmaschine, fürs Auto oder so weiter benötigen, weil wenn mal die Marktlage nicht so günstig ist, dann ist es besser, wenn man das Geld auch mal liegen lassen kann, bis sich die Kurse wiederholt haben. Weil es hat immer mal Turbulenzen gegeben an den Aktienmärkten, aber immer nach einer Krise ist es wieder nach oben gegangen. Am allerbesten ist es, wenn man monatlich investiert, weil dann investiert man genau auch in den Marktphasen, wenn es niedrig ist. Das kann man gut über einen Sparplan tätigen, weil wenn man selber entscheiden muss, ist man oft hin und her gerissen. Soll ich jetzt investieren, soll ich nicht investieren? Ich sehe den Aktienmarkt in den nächsten 10 Jahren sehr positiv, weil die Unternehmen, wenn ihre Unternehmensstrategie dementsprechend immer umstellen, damit sie einen Ertrag erwirtschaften. Wenn die eine Sparte vielleicht nicht so gut läuft, wird eine andere neu aufgemacht. Ich glaube, wir haben ganz viele Chancen in dem Bereich. Es hat in der Vergangenheit so viele Anpassungen gegeben und die wird es auch in der Zukunft geben. Und da sehe ich den Aktienmarkt weiterhin sehr positiv, weil die Unternehmen gewinnorientiert sind und die werden es immer so anpassen, damit der Kunde auch oder der Aktionär davon profitiert.